mit unserer Referentin, die sich jetzt selbst vorstellen wird. Und wir freuen uns auf eine interessante Arbeit gemeinsam und weitere Abende oder Referente wird man dann in der Homepage wiederfinden. Ja, oder? Danke vielmals, Cecilia, für die Einstimmung, für den Anfang. Und ja, freue mich sehr, dass ich heute da sein darf, dass ich den Online-Vortrag geben darf. Mein Name ist Simone Meyer. Ich bin in Niederutzwil tätig, in einer Praxis für ganzheitliche Heilmethodik, Medialität und auch freie Lebensgestaltung. Das ist ein Ausdruck, den wir gerne noch dazu nehmen, auch weil wir finden, gerade in der heutigen Zeit ist es enorm wichtig, dass wir wirklich lernen, wieder frei und selber entscheiden, wo unseren Weg durchgehen soll und wie wir unser Leben gestalten wollen. Zum heutigen Thema, es ist der zweite Vortrag aus einer Reihe, wo es um die menschliche Entwicklung geht, aus spiritueller Sicht. Das ist ein Thema, das mich sehr, sehr beschäftigt oder auch interessiert, weil ich selber Mami bin von zwei Kindern. Und im Laufe der Zeit, wo sie grösser werden, man natürlich immer auch eine Entwicklung oder andere miterlebt, aber auch selber natürlich daran wächst, an diesen Zeiten mit den Kindern. Und ja, darum ist das wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt auch. Und das Thema vom heutigen Abend ist Seelenanteil und ihre Integration im Leben, im Menschsein. Ich habe auf meiner Seite einen Spickzettel, einfach, dass ihr euch nicht wundert, wenn ich ab und zu ein bisschen auf die Seite schaue. Dass ich auch ja nicht vergesse, was ich euch gerne möchte mitteilen. Und ja, würde darum gerne eigentlich auch gerade starten. Ich habe für euch noch bitte, gerade auch, dass ihr vielleicht das Mikrofon zumacht während dem Vortrag, damit wir von der Aufnahme her die Wechsel nicht haben vom Bildschirm. Man kann es dann besser nachher zweigschneiden. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt euch die doch bitte auf. Und dann machen wir am Schluss eine Runde, wo ihr alle Fragen, die wir noch haben, noch können stellen. Ja, gut. Das Erste, was ich gerne darüber reden möchte, ist die Frage, was sind überhaupt Seelenanteile? Also die, die vielleicht den ersten Vortrag gesehen haben oder die noch möchten schauen auf YouTube, ist der übrigens zu finden. Ein Kind wird geboren. Dort ist so ein bisschen die Vorgeschichte dazu, zu dem heutigen Anteil. Und bei dem Seelenanteil geht es darum, dass Seelenanteile sind Informationen und Energien, die eine Seele für den Weg als Mensch braucht. Für die Entwicklung, für zum Grosswerden, zum Wachsen, um das eigene Projekt, das man hier ja eigentlich darstellt, das göttliche Projekt vom Menschen, auch kann in die Erfüllung bringen. Für mich sind so ein bisschen die Integration von Seelenanteilen so ein bisschen vergleichbar mit Updates, die man macht bei einem PC. Weil es ja dort auch darum geht, bei einem Computer, dass man dass er seine Funktionen optimal kann ausführen kann. Und das einfach vielleicht als Sinnbild dafür, was man sich unter Seelenanteilen ein bisschen vorstellen kann. Seelenanteile sind Informationen, die also der Mensch braucht, um sich weiterentwickeln zu können, um wachsen können. Diese Energien sind auf der einen Seite sehr feine Schwingungen, aber auch sehr intensiv. Und darum ist es eben auch nicht möglich, dass wir quasi unser ganzes Programm vom ganzen Leben schon von Anfang an mitbekommen. Also das heisst, wenn man würde sämtliche Seelenanteile schon einfließen würde, bei der Zeugung oder bei der Geburt spätestens, dann wäre das so viel Energie, dass man sich da oder dass wir uns gerade selber wieder würden im Licht auflösen. Also das heisst, es sind so viele Informationen und so eine feine
welche Schwingung, die da einfließt, dass das wirklich noch dies noch passiert, je nachdem, in was für einem Lebensabschnitt wir uns befinden und in welcher Wachstumsphase. Weil es ist auch so, dass ja der Körper sich mit diesen Seelenanteilen auch entwickelt. Das heisst, die ganzen Vernetzungen, Synapsen im Hirn, die ganzen körperlichen, organischen Wachstumsschübe oder Systeme, die sich entwickeln, das ist auch ein Prozess, der dauernd läuft. Und so gibt es wie durch die Seelenanteile immer wieder neue Impulse, wo dann der Körper wieder umsetzen kann. Also es kommt eine Energie, die einfließt und die Energie wird integriert in allen Ebenen, im Körper, auf der geistigen Ebene, in den Gefühlen, in der Gedankenwelt und in unserem ganzen Sein. Und mit dem können wir dann arbeiten, bis wir alles so verinnerlicht haben, wie wir es brauchen, bis dann wieder das nächste Päckchen an Seelenanteil einfließt. Es ist also so, dass man wirklich für jeden wichtigen Lebensabschnitt jeweils ein passendes Päckchen an Seelenanteil überkommt, zum Integrieren, damit man eben wieder einen Schritt weitergehen können. Und so hat also der Mensch in jedem Augenblick genau die Informationen zur Verfügung, die er braucht. Das heisst, wir kommen nie zu früh oder zu spät in Kontakt mit Anteilen, die wir dann vielleicht nicht können brauchen oder wo wir früher hätten sollen haben. Es ist immer genau so, wie es dann eben passt, auch von der eigenen Entwicklung, von der Persönlichkeit und vom Wachstum her. So. Es gibt verschiedene Phasen von diesen Seelenanteilen, wenn sie einfließen. Und zwar fließen die ersten Seelenanteile bei der Zügig ein. Das ist natürlich schon der Anteil, der macht, dass überhaupt ein Mensch, ein menschlicher Körper aus uns kann gebildet werden, dass wir gewisse Aspekte von eben unserer spirituellen Genetik her schon mitbringen. Und bei der Zügig braucht es also bereits so Informationen, damit der Körper kann wachsen. Die nächste Informationsrunde, die es gibt, die fließt bei der Geburt ein. Das ist dann, wenn wir schon mal in einen Loslassprozess hineinkommen von unserer Entwicklung, wenn man den Mutterleib verlöhnt, braucht es also weitere Informationen. Dann mit circa einem Jahr, mit 3 Jahren. Und dann ist es so, dass sich es nachher so ein bisschen je nach Lebensweg auch variiert von Zeit her. Man sagt, so zwischen dem 5. und dem 6. Lebensjahr fließen nochmal Informationen ein, dann zwischen dem 9. und dem 10. zwischen dem 15. und 16. Lebensjahr und zwischen dem 19. und dem 21. Lebensjahr. Das ist dann so das letzte Päckchen an Seelenanteil, das einfließt. Man sagt ja auch, dass das spirituelle Erwachsensein oder die spirituelle Volljährigkeit man mit 21 erlangt. Das hat mit dem zu tun, dass eben bis dann alle Seelenanteile eingeflossen sind, die wir brauchen, um nachher eben selbstverantwortlich und auch in unserer eigenen Handlungsfreiheit können, in unseren eigenen Lebensweg gehen. Dann würde ich gerne ein bisschen auf die einzelnen Seelenanteile eingehen von der Zeit, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Und zwar bei der Zügig ist es ja so, dass es wirklich Anteile sind, die wir als Mensch brauchen, bezüglich auch, dass wir eben körperlich wachsen können. Es geht, sind Informationen, wo es um Zellteilung geht, um Bildung von Organen, Organgliedmassen. Es geht aber auch darum, dass wir schon gewisse Wesenszüge können entwickeln können, im Mutterleib selber. Und auch während der Schwangerschaft fließen immer wieder Seelenanteile ein. Und zwar ist das ein bisschen abhängig auch, je nachdem, wie viel Veränderung auch zum Beispiel bei den Eltern in dieser Zeit passiert. Also das heisst, dass ja so eine Schwangerschaft ist ja auch immer so, dass sie auch die Eltern selber sehr stark kann verändern kann. Und auch wenn da schon ganz viele Sachen im Voraus
schon drin sind und geplant sind und genau so sind, wie sie sein müssen, gibt es halt immer wieder auch Erfahrungen, die auch die Eltern machen, die vielleicht jetzt nicht ganz in dem Plan drin sind, und das beeinflusst eben auch das Einfliessen von diesen Seelenanteilen. Also das heisst, es kann auch mal sein, dass mal ein bisschen mehr kommen oder mal ein bisschen weniger kommen, je nachdem, wie entspannt auch so ein Älterwerden eben auch abläuft. Ihr kennt sicher auch so ein bisschen die Schwangerschaftsübelkeit-Thematik, vielleicht selber oder vom Hörensagen oder vom Erzählen oder vom Lesen. Aus spiritueller Sicht ist es so, dass die Seelenanteile, die einfließen, über das Kronenchakra der Mutter einfließen. Und das heisst natürlich auch, dass die Seelenanteile eigentlich von einer Schwingung her der Mutter ja fremd sind. Also das heisst, es ist eine Energie, die im Kind gut kommt. Das sind Anteile, die zum Kind seiner Persönlichkeit gehören, wo also nicht der Mutter ihre Energie ist. Und in dem Moment, wo die natürlich durchs Aura fällt und durch den Körper der Mutter durchfließt, kann das eben auch das Aurafeld und die Schwingungsebene der Mutter ein bisschen ins Ungleichgewicht bringen, und das kann eben dann auch wieder Übelkeit oder Schwindel hervorrufen. Also das ist von dem her nicht nur jetzt reine körperliche Symptomatik mit dem Schwindel oder der Übelkeit, sondern das hat wirklich auch zu tun mit dem Einflüssen von diesen Seelenanteilen und eben der veränderten Schwingung, die die Mutter in dem Moment auch mehr oder weniger ausgesetzt ist. Es hat aber auch damit zu tun, dass eben beim Einfliessen über das Kronenchakra die Energien das Gleichgewichtsorgan der Mutter eigentlich durchfließt. Also wir haben ja unser Innenohr, das für das Gleichgewicht zuständig ist, und die Energieströme, die fließen dort durch. Und das gibt dann so wie eine Form von einem Gefühl von Seegang, weil eben die Schwingungsveränderung da ist. Und dann ist das Gleichgewichtsorgan natürlich ein bisschen gestresst und aus dem Gleichgewicht, und durch das gibt es dann eben die Übelkeitssymptome. Das hat aber einen Vorteil auch, nämlich, dass man als Mutter auch gern irgendwann einmal das Kind ins Leben entlässt. Es hat also ganz viel damit zu tun, dass Mutter und Kind sich auch schon daran gewöhnen können oder damit auseinandersetzen, dass es eines Tages Zeit wird sein, zum Loslassen. Rein jetzt eben für den Wiedergeburt. Während der Geburt kommt das Neugeborene dann die ersten Informationen über, die es braucht für das erste Lebensjahr. Also das heisst, alle Informationen, die während der Schwangerschaft einfließen, die werden immer gerade umgewandelt und braucht für die Entwicklung im Mutterleib, Entwicklung zum Vorbereiten eben für die Geburt. Und mit dem ersten Atemzug, wo das Kind tätigt, außerhalb vom Mutterleib atmet, durchs Prana, das sind ja ganz tiefe Atemzüge, die das Kind in dem Moment nimmt, wieder Informationen, also wieder Seelenanteil ein, wo es eben dann braucht für das erste Jahr. Das heisst, es sind Informationen dort drinnen, wo es darum geht, okay, ich bin jetzt nicht mit dem geschützten Mutterleib drin, sondern es geht jetzt darum, dass ich mich außerhalb vom Körper von der Mutter muss können bemerkbar machen. Das heisst, ich muss können wahrnehmbar sein, ich muss können mitteilen, wenn ich Hunger habe, wenn ich müde bin. Also alles, was mit diesen ersten Grundbedürfnissen zu tun hat, geht es da drum. Und das sind all diese Informationen, die man mit dem ersten Atemzug dann einatmet. Gut, es geht aber auch um ganz natürliche, körperliche Bedürfnisse natürlich, wie Essen, Trinken, Verdauen, später auch dann mal so ein bisschen aufsitzen, wo ja in diesen paar Monaten bis zum ersten Jahr passiert, oder eben auch die Entwicklung vom Stillen, von der Flüssignahrung auf die Festnahrung, wo manchmal ja dann auch schon passiert in diesem Jahr. Es sind also bereits dann schon Informationen,
die eigentlich im Voraus wie abgeladen werden, um es mit dem PC nochmal zu vergleichen, muss sich verankern, integrieren, damit eben sich das Kind kann weiterentwickeln kann. Gut. So circa um den ersten Geburtstag herum. Das gibt immer so kleine Zeitspanne, 3 Wochen vorher, 3 Wochen nachher, wo die Seelenanteile integriert werden. Um den ersten Geburtstag herum fließen dann Anteile ein, wo es eben um die Entwicklung von der sprachlichen Kommunikation geht. Es sind auch Entwicklungen, die können passieren. Das Kind lernt Gefühle unterscheiden, bei sich und aber auch bei anderen. Und ganz wichtig ist bei dieser Zeit von dieser Integration, dass das Kind wirklich nur Ruhe hat. Meistens ist ja so, der erste Geburtstag ist ja voll Action, oder? Der ist ja, das ist der erste Geburtstag da, den will man gross feiern und vielleicht hat man dann auch noch einen Haufen Besuch rundherum. Und das sind ja eigentlich Herausforderungen für so einen kleinen Körper, die sehr anspruchsvoll sind. Und das Energiefeld tut sich häufig dann in dieser Zeit auch so ein bisschen wie eine Spannung aufbauen, oder wenn ein Kind jetzt nicht in der Ruhe ist, wo es vielleicht sonst hat. Und darum ist eben unsere Schöpfung so intelligent, dass sie sagt, okay, wir haben eine gewisse Zeitspanne, wo wir die Seelenanteile einfliessen können. Und zwar immer in dem Moment, wo ein Kind ganz, ganz tief entspannt ist. Und darum kann es eben sein, dass es einmal ein bisschen vorher oder eher nach dem Geburtstag passiert. Das ist also etwas, was ganz wichtig ist für alle diese Bereiche, die diese Zeiten. Ich finde das eben extrem spannend. Ich habe das bei meinen eigenen Kindern auch gesehen. In dem Moment, wo ich gewusst habe, wenn jemand die Seelenanteile einfließen, habe ich wie selber ein bisschen schauen, dass die Kinder genug Ruhe haben. Also, dass man nicht einen Haufen Action haben, dass man nicht einen Haufen Besuch hat, gerade auch in dieser Zeit, sondern dass man die Kinder wie auch ein bisschen runterfahren und ein bisschen machen kann, damit sie in aller Ruhe die Anteile integrieren können. Weil so durch ein entspanntes Energiefeld eben der Informationsfluss auch viel besser kann fliessen. Und wenn es dann halt wirklich mal so ist, dass jetzt um den Geburtstag herum nicht so viel Ruhe ist, dann ist eben die Schöpfung immer noch genauso intelligent, dass sie kann sagen, okay, dann warten wir, bis der beste Zeitpunkt da ist, um es nachher können integrieren. Also es ist nie etwas verloren, wenn man jetzt halt das nicht so hat können berücksichtigen. Dann hat der Körper ein bisschen Zeit, er entwickelt sich, das Kind entwickelt sich in den nächsten 2 Jahren weiter und ungefähr mit 3-jährig fließt dann auch wieder so ein bisschen plus minus 3 Wochen vor und nach dem Geburtstag wieder Anteil ein, Seelenanteil. Und zwar geht es da wirklich um nochmal sprachliche Entwicklung, nochmal einmal mehr. Das Kind kommt auch Informationen über, wo es so ein bisschen sich selber anfängt kennenlernen, für sich selber einstehen und sich selber auch anders ausdrücken. Wir kennen ja die Phasen auch so ein bisschen von der, wenn man rein die menschliche Entwicklung anschaut, mit den Trotzphasen und allem. Und die Veränderungen, das höre ich auch etwa mal, so mein Kind ist plötzlich so anders und es getraut sich Sachen, die es vorher sich nie getraut hat. Das hat auch immer mit diesen Entwicklungsschüben zu tun. Und das sind eben genau die Anteile, die dann einfließen. Ganz spannend finde ich, wenn man sich zum Beispiel Bücher anschaut von Gerald Hüther, der ja als Neurobiologe ganz, ganz viel auch über die Entwicklung der Kinder schreibt. Ich habe dort ganz viele interessante Sachen gefunden, die er als Hirnforscher genau so erklärt, wie sie, wie wir das mitbekommen haben, über die spirituelle Sichtweise. Also das Einfliessen von diesen Seelenanteilen deckt sich immer ganz genau auch mit der Hirnentwicklung, wie er das beschreibt, von den Entwicklungsprozessen der Kinder. Und das finde ich ganz spannend, weil man da wirklich sieht, wie sich die verschiedenen Ebenen eben wirklich auch decken. Mit 3-jährig kommt auch so ein bisschen das Thema von der zwischenmenschlichen Beziehungen rein und das Thema, dass sich die Kinder auch ihren eigenen Raum schaffen. Also, dass sie wirklich eben so ein bisschen sich anfangen, abgrenzen. Das sind die nächsten Informationen, die da kommen.
Dann haben wir die nächste Phase zwischen dem 5. und dem 6. Lebensjahr. Und zwar fließen da Seelenanteile ein, die dem Kind helfen, auch eine gewisse Selbstständigkeit jetzt noch mehr zu entwickeln. Das heisst auch Ideen zur Selbstständigkeit lernen, umzusetzen. Das sind zum Beispiel in dem Alter ja auch die Geschichten, wo man bei uns jetzt in den Kindergarten geht, wo man viel mehr andere Kinder auch kennenlernt. So kommt das Thema Sympathie und Antipathie führen, wo die Kinder müssen lernen, damit umzugehen, mit wem spiele ich gern oder bin ich gern zusammen und wo stimmt es nicht für mich. Das sind alles auch so Erfahrungen, die man macht. Und diese Seelenanteile sind wirklich da dazu da, dass die einfließen, dass man eben lernt, wirklich mit diesen Sachen auch umzugehen. Dann sind es aber auch Informationen, die einfließen, wo es natürlich um ganz interessante mentale Sachen geht, wie Zahlen, Buchstaben, also Lesen. So Sachen, dass wirklich Kinder auch ganz andere Aufgaben können erfassen. Man sieht zum Beispiel auch, dass die einen Kinder dort schon eher Zahlen bevorzugen, andere eher Buchstaben. Und das sind so Entwicklungen, wo wie die einen kommen von den einen Seelenanteilen in dem Moment mehr über und von den anderen ein bisschen weniger. Aber das ist alles auch im Seelenplan entsprechend enthalten. Gut. Der Zeitrahmen, den wir vorher so plus minus 3 Wochen vor und nach dem Geburtstag hatten, der tut sich ein bisschen vergrössern. Also das heisst, wir haben jetzt hier so zwischen 5 und 6 bereits schon einen grösseren Zeitrahmen. Weil da geht es jetzt eben auch wirklich darum, dass je nach Lebensplan oder je nach Lebenserfahrung, die so ein Kind jetzt in den ersten 5 Jahren gemacht hat, dass die ja sehr unterschiedlich sind. Es können auch Erfahrungen gemacht worden sein, die vielleicht jetzt noch ein bisschen nachjustiert werden vom Lebensplan her. Und darum kann es da sein, dass eben das Einfließen von diesen Seelenanteilen sich zeitlich ein bisschen verschieben. Bei den einen ist es ein bisschen früher, bei den anderen ein bisschen später. Aber sie fließen so oder so ein. Aber ich denke, das zeigt vielleicht auch wirklich, dass es gar nicht möglich ist, dass alle Kinder immer zur gleichen Zeit das Gleiche machen können. Weil das nämlich wirklich sehr individuell ist und auch abhängig ist von diesen Anteilen, die einfließen von der menschlichen Entwicklung her oder eben von dem Einfließen von diesen Seelenanteilen, damit eben die Informationen dann überhaupt auch zur Verfügung stehen. Und für mich ist auch immer ganz wichtig, auch zum sehen, dass wir ganz, ganz fest schauen müssen, dass wir nicht unsere Kinder eben irgendwie in eine Schublade hineintun. Das muss jetzt mit 4 muss es das können, mit 5 muss es das können, mit 6 muss es das können. Weil gerade jetzt so das Auseinandersetzen mit diesen Seelenanteilen zeigt einfach eindeutig, dass es gar nicht möglich ist, dass alle das zur gleichen Zeit können, sondern dass es sehr, sehr eine individuelle Entwicklung ist, die jedes Kind für sich macht. Gut, zwischen 5 und 6 sind die letzten Anteile eingeflossen. Das Kind kommt in die Schule und lernt ganz viel, hat ganz viele Erfahrungen zu machen, auch in dieser Zeit. Und darum fließen die nächsten Anteile erst zwischen 9 und 10 ein. Es ist also eine relativ lange Zeit, wo sich das Kind auch kann entwickeln kann und mit dem auseinandersetzen und Erfahrungen machen, die es zur Verfügung hat. Beim 10. Lebensjahr, wo es ja zwischen 9 und 10 drin steckt, fließen Anteile ein, wo eben eher der Seelenebene entsprechen. Also das heisst, wir haben Grundbedürfnisse vom Körper her, die sind alle da. Also alles, was die körperliche Entwicklung anbelangt, ist da. Und es geht jetzt in die geistig-mentale Entwicklung rein. Und es wird wie so eine Stufe verfeinert. Also das heisst, wir haben einen Haufen Informationen jetzt im Körper verankert. Und es gibt wie eine zweite Ebene, also die seelische Ebene dazu, wo eben auch das geistig-mentale an Informationen mehr einfließt und mehr einfließt bis eben auch in den Körper rein. Das heisst, es werden verstärkt eben auch, gibt es eine Verbindung zu dieser Seelenebene, Informationen,
wo von der Seelenebene in natürlichen Menschen hineingeleitet werden und durch das eine Veränderung gibt eben auch wieder Entwicklung. Es ist so ein bisschen der Wandel, der eingeläutet wird zwischen vom Kind zum jungen Erwachsenen. Also das fängt hier bereits zwischen 9 und 10 an und wird dann später natürlich mit den ganzen körperlichen, hormonellen Geschichten noch mehr ins Fliessen kommen. Zwischen 15 und 16 kommt der nächste Lebensabschnitt oder die nächste Integration von Seelenanteil, wo stattfindet. Und zwar geht es zwischen 15 und 16 bereits um den eigenen Lebensweg. Also das heisst, es geht wieder um einen Loslösungsprozess von den Heimen aus, von den Familien. Es ist die Zeit, wo Kinder bereits sich Gedanken machen über die Lehrstelle oder vielleicht sogar schon eben in die Lehre kommen oder an eine weiterführende Schule gehen. Die Informationen, die zwischen 15 und 16 einfließen, die haben ganz viel auch mit der Fähigkeit zu tun, sich zu überlegen, was will ich einmal später. Und das ist übrigens auch etwas, was ich beim Gerald Hüther gelesen habe, die Synapsen im Hirn, die Vernetzungen, die zuständig sind für die Berufswahl zum Beispiel, die entstehen erst in dieser Zeit. Also deckt sich wieder mit dem Einflüssen von diesen Seelenanteilen. Und was ich da ganz spannend finde, ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen ja bereits so mit 13, 12, 13, 14 sich Gedanken machen um ihre Zukunft, um ihre Lehrstelle oder ob sie studieren an einer weiterführenden Schule, was sie für eine Ausbildung machen wollen. Aber von der Neurobiologie her und auch von der spirituellen Sichtweise her die Informationen gar noch nicht zur Verfügung haben. Es ist für mich insofern, wo ich das erfahren habe, ganz, ganz verständlich gewesen, auch warum dass es Kinder gibt, die noch Mühe haben mit dem, dass sie eben noch nicht wissen, was sie werden wollen, was sie lernen wollen, wo sie hin wollen in die Schule. Und ich finde, es gibt auch ganz viel Verständnis, wenn man weiss, dass es eben nicht daran liegt, dass die Kinder nicht wissen, was sie wollen, weil sie keine Lust haben dazu, sondern weil sie rein von der körperlichen, von der geistigen, von der spirituellen Entwicklung her einfach das noch nicht, die Informationen gar noch nicht zur Verfügung haben. Und ich glaube, darum macht es auch Sinn, wenn man diesen Kindern dann auch die Möglichkeit gibt, um einfach zu sagen, hey, du kannst auch noch ein Jahr oder zwei warten. Wir schauen noch einen anderen Weg und dann kommt dann das schon, weil die Informationen braucht es ja auch noch. Ich habe mir auch schon überlegt, ob es zum Beispiel gerade auch in der heutigen Zeit, wo wir ja sowieso auch unser Schulsystem immer ein bisschen hinterfragen auch und kritischer anschauen, ob auch das unter Umständen eine Möglichkeit wäre, dass wir wenn man den Kindern ein Jahr länger Zeit würde für die ganze Geschichte von ihrer Zukunft, durch das, dass eben die körperliche und die geistige, spirituelle Entwicklung erst noch kommt, eben auch, wenn man das von der schulischen Seite her zulassen und ihnen mehr Zeit geben, dass das einfach auch mehr Möglichkeiten würde bieten für die Kinder. Und ich glaube, selbst wenn wir jetzt vom Schulsystem das Ganze nicht haben, denke ich, ist es für uns als Eltern ganz gut zu wissen, dass eben unsere Kinder nicht keine Lust haben, sondern schlicht und einfach auch mehr Zeit brauchen für ihre Entwicklung. Weil ich glaube, sie haben schon genug anders zu tun mit den ganzen hormonellen Umstrukturierungen, die hier passieren, die körperlich, die geistig, seelisch so eine grosse Herausforderung sind, dass es auch Sinn macht, dass die Hirnentwicklung, dass das Anteilen von diesen Seelenanteilen eben erst dann dazukommt, wenn da schon ziemlich viel körperlich hat dürfen passieren und integriert werden. Wenn am Anfang gehört, zwischen 19 und 21 kommt dann nochmal ein Schub an Seelenanteilen, der einfließt. Die spirituelle Volljährigkeit wird in der Regel mit 21 erreicht. Das hat eben, wie schon gesagt, mit diesen Seelenanteilen zu tun. Und es geht hier darum, dass der Mensch wirklich in dieser Zeit und mit der Integration von diesen Seelenanteilen
eine geistig-spirituelle, aber auch seelische Verantwortung für sich selber kann zugestanden werden. Das heisst, alles, was sie ab dieser Zeit eben auch machen, wo sie danach handeln, für das sind sie aus spiritueller Sicht wirklich vollumfänglich selbstverantwortlich. Wo, es ist also wirklich die Zeit, ja, wo in dem Sinne so das Stichwort Erwachsenwerden eben auch auf allen Ebenen so darf übersetzt oder angenommen werden. Und ich glaube, wo man auch als Eltern wirklich die Verantwortung darf abgeben darf. Ob man das kann oder ob einem das leicht fällt, das ist wieder eine andere Geschichte. Das dürfen alle Eltern dann selber erfahren und lernen, wie gut dass das geht oder wie eng dass das geht. Aber ich glaube, es ist wichtig auch zu wissen, dass wir eigentlich als Eltern uns wie die Verantwortung dürfen auch abgeben oder mit einem guten Gewissen und im Vertrauen auch aufs Göttliche dürfen diesen jungen Menschen übergeben, weil sie effektiv mit allem ausgestattet sind, auch von der spirituellen Ebene her, die sie brauchen für ihr weiteres Leben. Gut. Ich würde gerne zwischen Ihnen mal geschwind eine Runde machen für Fragen, wenn ihr irgendeine Anregung oder eine Frage habt, etwas, wo euch unklar ist oder wo ihr gerne würdet. Noch mehr Wissen darüber, bevor wir weitergehen. Gibt es etwas, ja, wo euch hier auf dem Herzen liegt? Dann könnt ihr nämlich das Mikrofon auftun auch und ja, so geschehen, könnt einen Austausch machen. Also im Moment finde ich nicht, dass ich das zu dem Ganzen eine Frage habe. Es ist, wie ich auch den Gerald Hütter kenne, so Entwicklungspsychologie dabei. Was ich dann aber vielleicht dann zum Abschluss, was Seele heißt und Seele, habe ich vielleicht noch ein paar Fragen. Gut, ja. Gut. Also wir haben jetzt davon gehört, dass die Seelenanteile einfließen, dass wir die integrieren. Und es ist aber so, dass es manchmal eben auch so ist, dass so Seelenanteile vielleicht nicht einfließen können. Und die Gründe da dazu ist so, sind immer verbunden mit der Spannung, die im Energiefeld herrscht. Also das heisst, Erfahrungen in der Kindheit, die eben in dem Energiefeld eine erhöhte Spannung auslösen, können verhindern, dass so Seelenanteile wirklich so integriert werden können, dass sie dann eben auch vollumfänglich zur Verfügung stehen. Das heisst, es kann zum Beispiel ein Schockerlebnis sein, also ein Todesfall oder ein Unfall, eine Trennung, eine Scheidung der Eltern. Das kann auch Gewalt sein an einem Kind, das können sexuelle Übergriffe sein, starke Manipulationen dem Kind gegenüber. Auch Flucht zum Beispiel ist etwas, wo das Energiefeld sehr in einen Spannungszustand versetzt. Auch Mangel an Liebe über einen längeren Zeitraum. Emotionaler Stress, der eben auch langanhaltend ist. Das sind alles Sachen, die können verhindern, dass zu den entsprechenden Zeiten eben die Seelenanteile einfließen können. Und es ist aber so, dass wenn das in dem Moment nicht kann passieren kann, wo es eigentlich sollte sein, dass sich die Seelenanteile in der Nähe vom Energiefeld aufhalten. Das heisst, wenn es zum Beispiel nur kurzfristige Spannungen sind, wo vielleicht, ich sage jetzt kurzfristig, wo in 2-3 Wochen vielleicht einfach durch eine gewisse Situation da sind, dann bleiben die in der Nähe und fließen einfach bei der nächstbesten Gelegenheit ein. Wenn die Spannungen aber durch die Lebenserfahrung eben über lange Zeit aufrecht erhalten bleibt,
weil die Lebensumstände für das Kind sehr anstrengend sind oder eben vielleicht nicht ganz so ideal. Eben durch die Sachen, die ich vorher angetönt habe, dann ist es so, dass die zwar in der Nähe bleiben, aber die Schwierigkeit besteht, dass eigentlich mit jedem Impuls, also mit jeder Phase, wo wieder so Anteile hätten können einfließen und dann nicht können, dann eigentlich Entwicklungsschritt nicht können gemacht werden. Also das heisst, es ist wie wenn man ein Update von einem PC nur fehlerhaft kann installiert werden und das nächste dann darauf aufkommt, dann kann das auch nicht wieder funktionieren richtig, weil das darunter schon fehlt. Also das heisst, es tut sich dann wie kumulieren mit jedem Mal, wo die Seelenanteile bekommen. Sie können einfließen, wenn die Entspannung da ist, aber es braucht wie länger Zeit. Und sie können natürlich nicht in dem Ausmaß eben integrieren und umgesetzt werden, wie das vielleicht vom natürlichen Entwicklungsprozess eben könnte stattfinden. Und das kann dann eben dazu führen, dass jemand als Erwachsener eben dann auch Mühe hat mit dem Finden von seinem Lebensweg. Das äußert sich dann in verschiedenen Sachen, Themen, die spreche ich dann noch darauf an. Wir haben vorhin davon gehabt, dass eben die Seelenanteile ja, sich integrieren oder einflüssen, wenn ein Mensch wirklich oder das Kind ganz in der Entspannung innen ist. Gerade in jungen Jahren sucht eben so ein Kind automatisch auch so Ruhephasen. Also das heisst, wenn man das ein bisschen beobachtet, dann nimmt sich das Kind auch die Zeiten, die es braucht, wenn es durch die äußeren Umstände eben auch möglich ist. Oder? Also das heisst, vielleicht habt ihr das auch beobachtet schon, dass ein Kind von heute auf morgen einfach plötzlich Fieberschübe macht und einfach einmal schläft und total entspannt einfach jetzt, oder krank ist, sage ich jetzt einmal. Das sind Zeiten, wo ein Kind wahnsinnig viel schläft, wo der Körper ganz viel arbeitet. Muss jetzt nicht unbedingt eine Infektion sein, sondern kleine Kinder haben Fieberschübe, eben auch wenn sie die Ruhephase brauchen, um eben die Seelenanteile zu integrieren. Also gerade wenn zum Beispiel Zeiten da sind, wo vielleicht ein bisschen stressig sind und die Seele spürt, jetzt ist es Zeit, um die Impulse reinzulassen, dann zeigt sich durch so ein Krankwerden, durch so einen Fieberschub eben auch dann im Umfeld, hey, das Kind braucht jetzt Ruhe und Zeit. Und dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man die Zeichen eben auch annimmt und sagt, okay, du brauchst jetzt die Zeit und die Erholungsphase und wir können jetzt nicht hier noch in der Weltgeschichte umeinander gondeln und unsere Termine durchziehen, sondern dann ist es eben ganz wichtig, dass das Kind die Ruhephase überkommt, damit es eben auch die Informationen kann integrieren. Das kann auch sein, dass zum Beispiel ein Kind so ein bisschen so wie abwesend ist. Es ist vielleicht auch Spielen oder es höckelt einfach ein bisschen oder liegt ein bisschen und ist wie ganz weit weg. Auch dort ist ganz wichtig, dass man das Kind nicht zurückholt, sondern dass man es wirklich sein lässt in dieser Ruhe und in dieser Entspannung, weil auch das ganz viel kann bewirken, um eben die Seelenanteile zu integrieren. Wenn wir probieren, so ein Kind in die Gegenwart zurückzuholen, weil man es vielleicht schüttelt und sagt, hey, wo bist du? Und komm zurück, komm wieder hier auf die Erde. Dann tut es wieder eine Spannung auslösen im Energiefeld. Und durch das können die, vielleicht die Impulse, die schon am Einfliessen sind, eben nicht mehr richtig verankert werden. Und dann bleiben sie aber einfach in der Nähe. Und wenn dann das Kind zum Beispiel nachts schläft, dann kommen sie dann rein. Also das heisst, solange das nur eine ganz kurzfristige Situation ist, wo die Unruhe drinnen ist, macht es gar nichts. Wenn's eben schwierig wird es dann, wenn es über eine längere Zeit durch in dieser Spannung bleibt. Das heisst, wir dürfen, glaube ich, als Eltern wirklich ganz viel lernen, dass die Kinder einfach Ruhe brauchen, Zeit brauchen. Ja, und gar nicht so einen Haufen Action brauchen, wie wir manchmal das Gefühl haben.
Wenn sich jemand die Frage stellt, wie man denn erkennt, dass Seelenanteil fehlt, dann ist das gar nicht so einfach. Wenn ich mit Leuten arbeite, Erwachsenen oder Kind, dann kann man das sehen über die Wahrnehmung, dass es so zwischen den einzelnen Energiekörpern wie so ein bisschen Hohlräume entstehen, wo Energie verloren geht. Also so nehme ich es wahr. Das ist aber dann meistens nicht unbedingt so, dass ich gerade auf das ausgerichtet bin, sondern dass ich das während der Begegnung mit jemandem dann wie sehe und mir dann einfach bewusst wird, auch okay, da könnte ein Seelenanteil fehlen oder nicht ganz integriert sein, wo man das dann wieder ausgleichen könnte. Auch zum Beispiel, wenn wir unser sogenanntes Cosmic Program Renewal durchführen, also das heisst eine Form von Neuprogrammierung, also man tut Strukturen und Überzeugungen so verändern ins Positive. Das heisst, das kommt man dann zum Beispiel zu sehen, über, wenn man immer wieder an den gleichen Sachen ansteht. Und dann kann das eben auch sein, dass es mit fehlerhaft integrierten Seelenanteil kann zusammenhängen. Fehlerhaft ist jetzt ein bisschen das falsche Wort. Es sind ja auch immer die Anteile, die rein können, die dann kommen. Und wo man dann aber wie kann helfen, das ausgleichen auch. Körperlich können sich so fehlende Seelenanteile auch äußern durch verzögerte Entwicklungsprozesse. Das heisst, es können sprachliche Entwicklungsstörungen da sein, motorische Wechen, ständige Müdigkeit. Oder im Erwachsenenalter zum Beispiel, oder wenn Kinder grösser werden, auch Tics. Weil Tics in stärkeren oder schwächeren Form sind immer verbunden mit einer Spannung, die sich aufbaut und die sich dann entlädt. Und das hat viel eben auch damit zu tun, dass eine Spannung da ist, wo dann zusammengeht, aber eigentlich die Seelenanteil oder die Anteil, wo das Gefühl von Sicherheit und Urvertrauen darstellen, dass da etwas fehlt. Und das sind meistens Seelenanteile, die schon relativ früh in der Kindheit dann nicht haben können einfliessen. Im Erwachsenenalter, und meistens ist es ja so, dass man das eigentlich erst dann auch merkt, oder dass Leute aufgrund von gewissen Sachen, die sie beschäftigen, zu einem kommen, auch zu mir kommen, wo man dann eben herausfindet, dass es wahrscheinlich Seelenanteile sind, die fehlen. Und zwar zeigt sich das im Erwachsenenalter häufig, dass wenn sich jemand sehr schlecht kann erinnern, also ein schwaches Erinnerungsvermögen hat, das kann auch mit einer Lese- oder Schreibschwäche zu tun haben, ein geschwächtes Immunsystem oder auch man hat Mühe, Nährstoffe aufzunehmen und zu verwerten im Körper. Man hat nicht so eine gute, nicht so ausgeprägte Sinneswahrnehmung oder eben auch das Urvertrauen, das fehlt. Leute, die Schwierigkeiten haben, weil sie nicht alle Seelenanteile können integrieren, zeigen das auch, dass sie sehr eine schwache Wahrnehmung für die eigenen Bedürfnisse haben. Sie wissen nicht, was sie wollen. Es ist vielleicht eben auch schwierig mit der Berufswahl. Sie haben Mühe, sich zu entscheiden, wenn sie eine Weiterbildung machen wollen. Was könnte ich denn oder was will ich denn? Oder, das kann auch zum Beispiel sich zeigen, dass jemand häufig zügelt. Also häufiger Wohnungswechsel. Weil man sich einfach nie so richtig daheim fühlt. Also man ist eigentlich immer auf der Suche. Auch häufiger Partnerwechsel ist etwas, wo das kann zeigen. Man kennt sich nicht so gut. Auch hat man dann das Gefühl, dass man immer wieder von vorne anfangen muss. Eine Veränderung oder eine Entwicklung, die man gemacht hat, kann sich wie nicht festigen. Also die dauert nicht an, sondern man geht dann immer wieder in alte Verhaltensmuster zurück oder gibt etwas auf, man kann die Sachen nicht fertig machen. Man hat dann häufig das Gefühl, dass
alles, was einem an Entwicklung so zur Verfügung steht, ist schwer und anstrengend. Also man ist nicht so im Fluss vom Leben, es stockt immer, man steht an. Vielleicht macht man auch immer wieder die gleichen Fehler und kann nicht daraus lernen. Und ganz interessant finde ich auch, was viel rauskommt, so in den Gesprächen mit den Leuten auch, ist so, dass sie das Gefühl haben, die Erinnerung an ihren eigenen göttlichen Ursprung können sie nicht als Dauerzustand wahrnehmen. Also es ist wie wenn sie das sich immer wieder müssten neu erarbeiten. Das Vertrauen und die Sicherheit auch an ihren eigenen göttlichen Ursprung. Also es sind alles Sachen, die Menschen lernen, auf der Suche zu sein. Und im Grunde genommen, alles, was sie suchen, ist nur sich selber oder eben ihre Anteile. Und das passiert, wenn eben durch gewisse Entwicklungsprozesse, gewisse Erfahrungen, gewisse Anteile nicht einfließen können oder sich nicht so verankern können, wie das eigentlich gedacht gewesen wäre. Was ich aber noch ganz, ganz wichtig finde, zum Erwähnen, ist, dass auch die Situation, dass so Anteile nicht einfließen können, nicht das Ende der Welt sind, sondern dass auch die zum Wachstum und zum Entwicklungsprozess des Menschen gehören. Dass es ganz normal ist, dass wir Erfahrungen machen, die schmerzhaft sind für uns, weil wir Erfahrungen machen auf allen Ebenen, die einen ein bisschen intensiver, die anderen ein bisschen weniger. Und das Wissen darum, dass so Anteile immer im Nachhinein auch noch integriert werden können, das finde ich ganz wichtig. Also kein Seelenanteil ist irgendwo verschwunden oder verloren, nur weil wir den nicht zur richtigen Zeit haben können integrieren. Sondern es ist mit Unterstützung auch oder mit dem eigenen Bewusstsein für die Anteile, die wir brauchen, auch möglich, die im Nachhinein noch können, zu integrieren. Und so ganz kleine Impulse sind auch da, dass man sich wie kann auch einmal selber in eine Zeit versetzen oder in eine Wahrnehmung versetzen, zum Beispiel von diesen Zeiten oder von der Zeugung oder vom ersten Jahr oder vom dritten Lebensjahr und sagt, okay, jetzt versuche ich einmal, mich in diese Zeit zu versetzen, selber, über meine Mitte und einmal ein Beobachter sein, wie ich dann war in dem Alter, in dieser Zeit. Und versuche dann, wie eine Ruhe reinzubringen in diesen Moment hinein. Und wie im Nachhinein können, so Anteile zu integrieren. Das ist etwas, was man sehr gut einfach für im Moment auch selber mal machen kann. Es ist aber auch gut und sinnvoll, und das geht mir manchmal auch so, dass ich dann einfach froh bin, wenn ich jemanden habe, wo ich habe, wo sich mit dem Thema auskennt und wo mir dann helfen kann, diese Integration eben wieder zu vervollständigen. Ich glaube, es ist auch ein Prozess, dass man nicht von heute auf morgen immer alles integrieren kann, sondern dass es wie auch die verschiedenen Schritte braucht, die wir ja schon haben, jetzt bis zum 21. Lebensjahr. Dass es einfach immer wieder auch Momente gibt, wo wieder Anteile einfließen können. Weil auch da ist es wichtig, dass mit den Anteilen, die wir dann integrieren können, auch zuerst wieder lernen, umzugehen. Bis wir dann die nächste Runde machen und schauen, hat es noch mehr rum, die kommen können. Also ich glaube, auch da ist ganz wichtig, dass man sich Zeit lässt, auch im Erwachsenenalter. Und dass es nicht darum geht, dass irgendjemand schuld ist, wenn sich so Seelenanteile nicht haben können integrieren bei uns, sondern dass es effektiv auch unserem Lebensweg entspricht, dass wir manchmal eben wie so Anteile noch nicht haben können integrieren, weil einfach die Umstände anders gewesen sind. Und das, denke ich, ist ganz etwas Wichtiges, dass wir auf der einen Seite als Eltern wissen, wenn wir das Bewusstsein haben, geben wir dem Kind die Möglichkeit, die Gelegenheit, die Ruhephase, dann, wenn sie sie brauchen. Einfach indem, dass wir unsere Kinder beobachten und schauen, wie sie sich verhalten.
Ich weiss, es ist manchmal in unserer schnelllebigen Zeit gar nicht so einfach, vor allem, weil wir dazu tendieren, vielleicht auch Kinder schon in eine Spielgruppe zu geben, in eine Krippe zu geben. Dann kommen sie in die Schule und eigentlich würden die Kinder viel mehr Ruhe brauchen und gar nicht so viele Leute um sie kommen. Aber das ist halt auch ein bisschen eine Zeiterscheinung. Und ich glaube, es ist nicht ganz einfach, da wieder ein bisschen aus dem rauszukommen oder den Kindern dann halt wirklich, wenn sie daheim sind, eben die Ruhephase auch können zu bieten. Das ist sicher das Beste, was wir machen können als Eltern, wenn wir das Wissen haben, wenn wir die Informationen zur Verfügung haben, dass wir uns ein bisschen nach dem richten können, dass die Kinder eben genug Zeit haben. Oder eben, dass wenn gewisse Symptome sich zeigen auf diesen verschiedenen Ebenen, dass wir eben da auch wissen, okay, es könnte ja auch mit so einer schwach ausgeprägten Integration zu tun haben von so Seelenanteilen und dass man vielleicht, bevor man da irgendwelche Abklärungen macht mit dem Kind, auch den Weg zuerst könnte gehen und schauen, okay, gibt es Seelenanteile, wo man noch könnte helfen integrieren, wo das Kind zuerst noch braucht, damit es noch auch die Entwicklung selber kann machen in seinem eigenen Tempo. Und als Erwachsene denke ich, eben ist es ganz gut, wenn man auch über die Idee oder über die Vorstellung nachdenkt, wenn man immer wieder an die gleichen Sachen hinkommen, wenn man Sachen wirklich, die wir jetzt aufgezählt haben, auch spüren, die habe ich, die sind da, dass man sich dann wirklich halt einfach mal Zeit nimmt und sagt, okay, jetzt schauen wir mal, ob da irgendwelche Anteile rum sind, wo wir noch könnten helfen integrieren. Das wäre für den Moment das. Gut, bevor wir zum nächsten Schritt kommen. Habt ihr da noch Fragen dazu oder sind Sachen auftaucht, die euch noch fehlen? Auch Informationen, die ihr gerne hättet? Hallo, Sabine da. Hallo Sabine. Sieht man mich jetzt? Nein, ich glaube nicht. Nein, aber hören tue ich dich. Jetzt? Auch nicht. Geht nicht. Das geht ja, nicht. Jetzt bist du da. Jetzt geht's. Also, aber jetzt habe ich... Okay, ich habe eine Frage. Mal danke für die Infos. Kann ich selber die Seelenanteile zu mir rufen, wenn die mir Fehler täten? Oder meine Engel bitten, dass sie die mir integrieren. Also es gibt... Das ist meine Frage. Jawohl, ja. Also ich habe euch nachher auch noch eine Übung, die ich gerne machen möchte bei euch. Einfach, um da mal ein bisschen reinführen, um euch einen Impuls zu geben, wie ihr das machen könnt. Ich mache das mit Kindern eigentlich genau gleich wie mit Erwachsenen, weil... Genau gleich, weil das wirklich so ein der gleiche Prozess auch ist. Aber so eine Übung machen wir nachher noch zusammen miteinander, wenn das okay ist. Ja. Und dann ist es... Ja, noch eine Frage habe ich. Also noch eine Frage. Die Seele, ist das die Psyche und das Gemüt, ist das alles dasselbe? Also die Seele, die besteht ja aus dem geistig-spirituellen Energiepaket, sage ich jetzt einmal, wo vom Ursprung her, vom spirituellen Ursprung her einfließt, wo aber gebraucht wird, eben als Information für die Entwicklung. Nachher auch für die Entwicklung von der Psyche, so die ganze Gedankenwelt, die ganze Gefühlswelt. Aber es ist wie, also die Seele selber ist ja eigentlich ein, so ein bisschen wie ein übergeordneter Aspekt vom Mensch, von uns. Also eigentlich der weise Aspekt von uns Menschen, der viel mehr Informationen noch beinhaltet, weder dass wir jetzt hier als menschlicher Körper oder vom Verstand her, von unserem Verständnis her können umsetzen. Also es ist noch viel mehr. Aber die Seelenanteile selber, die braucht es einfach grundsätzlich einmal auch für die Entwicklung vom Mensch selber. Ist das für dich so?
Ja, kann man sagen, ist das hohe Selbst oder nicht? Nein, es ist nochmal eine andere Ebene. Aber es ist, das hohe Selbst ist auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall auch in dem Bereich drin, ja. Ja. Okay. Und wenn jetzt ich aus der Mitte komme, man kommt ja viel mal aus der Mitte, das spüre ich, und dann segne ich wieder meine Mitte, dass ich wieder hinkomme. Hat das auch mit der Seele zu tun? Also die Mitte ist dass ja... Dass man so ein bisschen neben sich steht. Ja. Also die Mitte ist ja auch wirklich die Verbundenheit, eben, wo du spürst in dem Moment, zu deinem Ursprung. Mhm. Oder? Und wenn wir aus der Mitte fallen, dann verlieren wir wie eigentlich das Bewusstsein oder die Wahrnehmung zu dem Ursprung. Und das hat natürlich, dass wir überhaupt rausfallen, hat natürlich mit unserer Entwicklung zu tun, mit unserem Lebensweg. Es ist aber, ich sehe es immer so ein bisschen wie ein Stehaufmännchen, oder? Der Ursprung ist wie der Magnet, der uns immer wieder in die Mitte zieht oder bringt. Und, aber dass wir rausfallen, das hat wirklich einfach mit unserer Lebenserfahrung auch zu tun. Und ich glaube, da sind wir einfach alle auf dem Weg, immer weniger rauszufallen. oder immer schneller wieder zurückzufinden. So, oder? Das ist so ein, für mich ist das wirklich so ein Prozess, der aber auch zum Leben gehört. Oder zum Lehren, herausfinden, okay, oder auch spüren, jetzt bin ich nicht mehr in der Mitte, oder jetzt bin ich aus der Mitte gefallen, ich möchte aber wieder zurück in den Ursprung. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Lebenserfahrung, die auch dazu gehört, zu unserer spirituellen Entwicklung. Dass wir einfach die Verbundenheit immer wieder können spüren oder eben auch immer wieder finden. Und das Karma, was hat das Karma mit der Seele, oder hat das Karma mit der Seele auch was zum Tun? Also für mich ist das Karma natürlich eben ist ein Teil, wo wir ja an Erfahrungen, also wir nehmen einen Teil aus vergangenen Leben mit, weil wir eben das vielleicht noch nicht ins Gleichgewicht gebracht haben, dass wir das wollen, ins Gleichgewicht bringen, ist also in dem Moment ein Teil von unserer Lebensaufgabe. Für mich ist es aber so, dass dann, wenn wir es ins Gleichgewicht bringen eigentlich und es in die Heilung kommt oder in die Mitte kommt, dass es dann eben auch wieder wie heimgebracht werden darf. Die Seele ist für mich wirklich so ein kleiner, ist für mich der göttliche Aspekt oder die göttliche Idee von dem, was wir nachher als Mensch verkörpern. Und Karma ist einfach ein Teil davon, von unserer spirituellen Entwicklung, wo wir mitnehmen, wo wir heimbringen, also wo eigentlich im Wandel ist. Dann habe ich noch eine Frage. Hast du was gehört von Zwillingsseelen, die mitwirken, oder? Ja, also Zwillingsseelen sehe ich so, dass es wirklich auch Seelen gibt, die sich sehr ähnlich sind oder wo aus dem gleichen göttlichen Aspekt entstanden sind. Für mich hat das aber in dem Sinn, also ich sehe es nicht als Ziel, zum Beispiel im Leben seine Zwillingsseele zu finden, sondern für mich ist es wie ein göttliches Geschenk an die Welt, so wie jede andere Seele auch, wo inkarniert, dass es aber einfach wie zwei gleichliche oder sich sehr ähnlich schwingende Seelen sind, die inkarnieren in dieser Zeit, weil es es gerade braucht auf der Welt. Aber ich sehe es persönlich jetzt aber das ist wirklich, das ist meine Interpretation jetzt auch, oder? Dass es nicht unbedingt Sinn macht oder der Sinn ist, dass sich Zwillingsseelen finden, weil die ja auch von der Energie her, das ist ja
Ich denke, das ist auch, hat ja auch einen Grund, warum dass sich zwei so Seelen in verschiedenen Erdteilen inkarnieren, wenn sie so unterwegs sind. Weil die Energie zwar gebraucht wird auf der Erde, aber wie zu viel wäre für ein menschliches Wesen. Und durch das natürlich wie an verschiedenen Orten inkarniert wird, aber eben weil es einfach das Licht auch braucht. Ja. Dann habe ich noch gehört kürzlich, auch von irgendeinem spirituellen Mensch, dass sich irgendwann die Seele verabschiedet und eine andere Seele kommt. Irgendwo tue ich mir ein bisschen schwer damit, aber was meinst du dazu? Also meinst du gerade auch im gleichen menschlichen Körper? Ja. Mhm. Also ich weiss, dass es heute durch die Schwingungsebene von der Erde oder von den Menschen einfacher ist, dass zusätzliche Inkarnationen stattfinden in einem menschlichen Körper, wenn ein gewisser Entwicklungsstand da ist. Ich sehe es aber eher so, dass die Seele, die schon inkarniert ist, dass die nicht geht, sondern dass die wie auch bleibt. Dass sich aber vielleicht gewisse Aspekte, die in dem Moment nicht mehr gebraucht werden, einfach heimgehen. Ja, also ich habe von dem auch schon gehört, weiss, dass es das gibt, dass so zusätzliche Seelen können integrieren. Also nicht jetzt wie den Seelenanteil, wie das, was wir jetzt besprochen haben, sondern wirklich wie eigentlich zusätzliche neue Inkarnationen. Wo man vielleicht früher eher so hatte, eben, dass ein Mensch stirbt und heimgeht und dann neu inkarniert. Aber dass der Wechsel durchaus auch stattfinden kann im lebendigen Prozess des Menschen, aber nicht, dass die ganze Seele zurückgeht vom Ersten. Das stimmt aber für mich von der Idee her, eben von der Entwicklung nicht. Ich kann das selber jetzt nicht so beurteilen, ob das so passiert. Für mich ist es vom Verständnis her, von der Inkarnation her, so, dass ich weiss, eben, dass zusätzliche Informationen kommen können, aber dass die wie verschmelzen mit der Seele, die da ist. Ja. Und so dass es eigentlich mehr wie ein zusätzliches Potenzial ist, wo dann kommt. Das kann ich mir auch so vorstellen. Ja. Das könnte man auch vorstellen, weil es ist eben bei manchem Mensch eine Wesensveränderung schon erkennen. Oder? Also das kann man nicht vorstellen, dass das so ist. Aber gut, es gibt viele Meinungen und viele Sachen, wo jeder Mensch das trifft, was er halt braucht. Oder? Ja, ich glaube, das hat alles. Ja, alles. Gut. Sabine, für dich ist auch gut, so für den Moment? Ja, ist gut. Ich habe eigentlich jetzt so weit keine Frage. Danke. Okay. Schön. Gut. Ich würde euch noch gerne. Muss ich noch schön. Schauen. Moment. Ich würde euch gerne noch einen Ausschnitt vorlesen aus einer Botschaft aus dem Licht, die wir mal bekommen haben, zum Thema Integration von Seelenanteilen. Lese euch die gerne vor, was die geistige Welt da dazu gesagt hat. Und würde euch dann gerne gerade direkt in eine kleine Meditation einführen. Um mal gerade Seelenanteile, die vielleicht parat sind, zum integrieren, die vielleicht noch nicht ganz integriert sind, dass ihr das mal könnt reinspüren, wenn das okay ist für euch. Mhm. Super, ja. Freut mich. Okay. Schau mal, was es hier gibt. Gut. Dann dürft ihr mal für einen Moment eure Augen schliessen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Und euch einfach von diesen Worten von der geistigen Welt tragen. Und dann machen wir den Übergang gerade direkt auch
in die kleine Übung. Es geht also darum, dass die geistige Welt erklärt, was passiert, wenn die Seelenanteile einfließen. Dann, wenn euer Körper vorbereitet ist für die Geburt, dann, wenn ihr vorbereitet seid, dann kommt ein erneutes Licht aus eurem Seelenstern. So war das auch bei euch. So hat euer Seelenstern gespürt, jetzt ist es Zeit, und hat wieder auf dem Strahl der Christusenergie Teile seiner selbst ausgesandt, die zum Zeitpunkt der Geburt mit dem Atem eingeatmet wurde. Von euch und über den Atem durch die Lungen, über die Bronchien direkt den Weg in die goldene Mitte des Körpers gefunden haben. Denn die Sonne, die allererste Initialzündung, ist tatsächlich im Zentrum eures physischen Herzens zu finden. Und so wurde das Licht in eurer Mitte noch stärker, noch kraftvoller. Denn sobald ihr den Körper der Mutter verlassen habt, kommen andere Anforderungen, auch an eure Körper. Ihr musstet also Informationen haben, die ihr euch zeigen konnte und verständlich machen konnte, wann ihr Hunger habt, wann ihr Liebe braucht, welche Bedürfnisse ihr habt, wann ihr schlafen möchtet, wann es Zeit ist zu spielen, wach zu sein oder Aufmerksamkeit zu bekommen. All das war zuvor im Körper der Mutter sowieso da. Da war es nur eure Aufgabe, heranzuwachsen, zu dem Kind, das geboren werden möchte. Doch dann, als ihr das Licht der Welt erblickt habt, kamt ihr schon in die erste Selbstverantwortung. Und so begannt ihr, ein sehr klares, aktives Erleben eures Umfeldes wahrzunehmen. Es kamen immer wieder neue Anteile, die immer wieder durch das Atmen, ganz besonders durch den Prana-Atem, einströmten. Denn als Kind, wenn das Kind entspannt ist, atmet es ganz klar das Prana ein und aus. Es verliert diese Fähigkeit erst durch zu viele Schockereignisse, durch die Geschwindigkeit eures Alltags sozusagen. So geschieht es fast bei jedem Kind, dass da und dort eine Lebensgeschichte gewählt wurde, von der Seele, die geboren ist, die eben auch die Möglichkeit geboten hat, dass nicht alle ihre Seelenanteile ganz integriert werden könnten. Doch auch das war richtig so. Die Seele war sich dessen bewusst. Nur so konnte sie die Erfahrung machen, wie es sich anfühlt, wenn jene Anteile fehlen, und wie es sich anfühlt, wenn jene Anteile dann kommen, durch den Akt der Heilung und der Liebe. Überlegt euch dieses genau und anerkennt, dass es weder richtig noch falsch gibt, sondern nur den Moment der Erfahrung. Und jetzt, wo du so in dem Nachspüren bist, dass es einfach den Moment der Erfahrung gibt, lade ich dich ein, dass du nochmal deine eigene Mitte spürst. Dass du ein- und ausatmest. Und das Licht in deiner goldenen Mitte lässt fließen. Du spürst Wärme und du spürst das goldige Licht, das sich ausdehnt und durch deinen ganzen Körper strömt. Es durchströmt alles in dir und um dich herum und füllt dein ganzes Aurafeld um. Deine ganze Herzzentralsonne, alles, was dich als Mensch ausmacht,
schimmert in dem goldigen Licht. Und mit jedem Atemzug, wo du ein- und ausatmest, fließt das goldige Licht in dir und um dich herum. Fließt in die Ebene von deinem hohen Selbst, deiner Seelenebene, alles, wo du bist, bis in die ganze Schöpfungsebene hinein. Und von dort drüber aus in die Unendlichkeit von der Allliebe. Alles in dir und um dich herum schwingt und fließt aus deiner Mitte raus und in deine Mitte hinein. Mit jedem Ein- und Ausatmen sind es wie Wellenbewegungen auf alle Seiten, in alle Richtungen. Und alles atmet mit dir mit. Du bist ganz in deiner Mitte und beobachtest dich und deinen Körper. Aus dieser ganz neutralen Betrachtungsweise. Du siehst, wie du in der Natur raus bist. Vielleicht an einem Strand oder auf einer Wiese oder in einem wunderschönen Wald. Dort, wo du dich gerade am wohlsten fühlst. Und du schaust um. Und dein Blick geht auf etwas, wo leuchtet, wo glitzert. Es ist etwas auf dem Boden, wo deine Aufmerksamkeit möchte. Vielleicht ein Stein, eine Muschel oder ein Blümli, eine Pflanze, etwas, wo dich ganz, ganz fest anzieht und wo du spürst, dass es etwas ist, wo du kennst. Du gehst dem entgegen und betrachtest es. Nimmst es in deine Hand. Und du nimmst wahr, wie das ein Seelenanteil ist von dir, wo sich in dem Moment zeigt, ganz bewusst zum Sagen, hey, du darfst mich ganz annehmen. Ich bin schon bei dir. Ich bin in deiner Nähe. Aber jetzt ist die Zeit, dass du mich ganz in dein Herz leihst. Und mit jedem Ein- und Ausatmen von dieser Herzmitte in dein ganzes Sein rausströmen lässt. Und so leihst du deine beiden Hände auf dein Herz und atmest ein und aus. Und atmest das Licht und die Energie, die Schwingung von dem, wo du da gefunden hast, in deine Mitte. Und atmest sie aus in deinen Körper, in deine Gedanken, deine Gefühle, in dein ganzes Wesen. Und du spürst, wie die Energie sich langsam anfängt zu verteilen, sich ihren Weg sucht, dort, wo sie hingehört. Wie feine Lichtlinien sucht sich das Licht seinen Weg. Du atmest ein paar Mal tief ein und aus, bis du merkst, dass die Lichtlinien sich langsam auflösen. Du bedankst dich innerlich
für den Anteil, der sich gezeigt hat. Und leihst deine Aufmerksamkeit wieder auf die Natur um dich herum. Es ist etwas Zweites, wo deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, wo du wieder hingehst, wo du wieder spürst. Es ist etwas, was zu dir gehört, wo jetzt parat ist für dich, so wie du parat bist, dass du es kannst wahrnehmen, dass es zu dir gehört. Und du nimmst auch den Anteil in deine Hand, leihst sie auf dein Herz und atmest wieder tief ein und aus, so dass sich über die Lichtlinie das Licht von dem Anteil in deinem ganzen Sein kann verankern. Und so lässt du deine linke Hand auf deinem Herz und die rechte Hand leihst du auf deinem Bauchnabel. An dem Ort wo sich deine Energie verankert hat von deinem inneren Kind. Und atmest ein und aus. Dein Stabilisationsfeld. Der Stern. Der Sitz von deinem Ursprung, der verbunden ist mit deinem Herz. Und du atmest das Licht zwischen dieser sakralen Gegend und dem Herz hin und her. Und du bittest jetzt die göttliche Anliebe, dass all diese Seelenanteile sollen und dürfen einfließen, die sich im Lauf von den Erfahrungen von deinem Leben noch nicht ganz haben dürfen können integrieren. Sie dürfen jetzt zu dir fließen, zu dir kommen und sich über die Herzmitte verteilen in deinem ganzen Sein. Und dort integrieren, wo ihr Ursprung ist, wo sich ihr Potenzial entfalten kann. Du atmest tief ein und aus und atmest über deine ganze Chakrasäule ein und aus. Das Licht fließt von deiner Krone bis zu den Wurzeln und über den Erdenstern wieder zurück in die Krone zu deinem Lebensplan. Und hin und her fließt das Licht und die Energie und öffnet so einen Kanal, damit all die Anteile, die jetzt parat sind, können einfließen. Du leihst deine rechte Hand einen Moment auf deinen Solarplexus. So, dass du zeigst, dass auch auf dieser Ebene alle Anteile dürfen einfließen und dort noch fehlen. Nimmst 2, 3 tiefe Atemzüge für den Solarplexus. Und alle die Anteile fließen ein und verankern sich genau so, dass es zum höchsten Wohl von dir und von allen Wesen darf sein.
Und du leihst deine rechte Hand auf die Ebene von deinem Wurzelchakra. Und atmest auch dort 2-3 Mal tief ein und aus. Dass all die Anteile, bis sie deine Wurzeln einfließen können, sich verankern. Es ist wie wenn du mit der rechten Hand und mit deiner linken Hand auf dem Herz ihnen den Weg zeigst. Und du lässt es fliessen mit deinem Atem und vertraust darauf, dass alles im Sinn der göttlichen Anliebe zum höchsten Wohl von dir und allen Wesen darf geschehen. Und so ist es, als hättest du einen ganzen Blumenstrauß in deinem Herz oder wunderbare leuchtige Steine oder Muscheln in allen Formen und Farben. Gerade so, wie deine Seelenanteile sich gezeigt haben. Von dir aus fließt Energie in dein ganzes Wesen, in dein ganzes Sein. Und so leihst du nochmal beide Hände auf dein Herz, nimmst einen tiefen Atemzug und bedankst dich bei deinem Wesen, bei all deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, die dazu geführt haben, dass du jetzt in diesem Augenblick das Einfliessen von diesen Seelenanteilen darfst wahrnehmen und ganz bewusst darfst beobachten. Und darfst sehen und spüren, wie sich das anfühlt, wenn Anteile von dir in die Heilung kommen, durch die Aspekte, die zu dir fließen, sich voll und ganz verankern in dir, integrieren und dir zum höchsten Wohl von dir und allen Wesen zur Verfügung stehen. Und du darfst dein ganze Sein jetzt auch einladen, dass auch in den nächsten Tagen, immer dann, wenn du genug in der Ruhe bist, noch dürfen Anteile einfließen, die du kannst annehmen und möchtest annehmen. Und dass der Prozess so lange darf dauern, bis du all das integriert hast, was für dich wichtig und richtig ist. Damit du deinen weiteren Weg kannst gehen. Du nimmst einen tiefen Atemzug und bedankst dich bei der göttlichen Allliebe, beim grossen Geist, bei der allliebenden Schöpfung und Gott selbst. Bedankst dich auch bei dir und bei deinem ganzen Wesen für deinen Weg. Für deine Inkarnation und für alle Erfahrungen, die zu deinem Leben gehören. Und du atmest tief ein und aus und lenkst deine Wahrnehmung von der Natur in die Mitte von deinem Herz, wo das goldige Licht leuchtet. Und du atmest das goldige Licht über deine Wahrnehmung wieder ein. Über die Unendlichkeit in dein ganzes Wesen. Über die Schöpfung in deine Herzzentralsonne. Bis du wieder ganz in deiner Mitte, in deinem Herz ankommst und spürst, dass du mit den nächsten 3 Atemzügen ganz bei dir, in deinem physischen Körper ankommst. Atmest dich bis in die Füße runter, dass du den Boden gut unter den Füßen spürst. Atmest in deine Beine und in deinen Körper rein, in deine
Arme, deine Schultern, deine Handgelenke, deine Hände und deine Finger. Atmest in deinen Brustkorb, in deinen Hals und in deinen Kopf. Und dann, wenn du spürst, dass du wieder ganz da bist, in deinem Körper gut geerdet, verneigst dich nochmal innerlich und bedankst dich für all das, was du geschenkt bekommen hast in diesem Augenblick, bevor du dann wieder die Augen aufmachst. Und du nimmst dir einfach so viel Zeit, wie du jetzt gerade noch brauchst, bis du wieder ganz da bist. In deinem Körper, in dem Raum, wo du dich befindest. Und spürst einfach einen Moment lang nach, wie sich dein Wesen und dein Körper jetzt anfühlen. Wo du das Geschenk von diesen Anteilen, die sich gezeigt haben, dir mitgebracht hat. Und ich lade dich ein, dass du etwas trinkst nachher und dir in der nächsten Zeit ein bisschen Ruhe gönnst. So, dass dein Körper und all die Anteile, die jetzt eingeflossen sind, sich ganz gut nochmal können miteinander verbinden und eins werden, damit du nachher all das Potenzial kannst nutzen, wo die Anteile dir zur Verfügung stehen. In dem Sinn möchte ich mich auch bedanken für die Zeit, für die Aufmerksamkeit, für die Stille und auch für das Vertrauen, dass ihr einfach euch darauf eingelassen habt, auch auf den Augenblick. Danke vielmals. Es war eine wunderbare Meditation. Muss ich sagen. Also ich wünsche mir, dass du ganz viele Leute erreichst und vor allem Mamas mit Kindern, wo sie beruhigt und also es ist ganz was Tolles. Toll. Danke vielmals. Und im Namen vom Parapsychologischen Verein möchte ich mich bedanken im Sinne von Josef Moll, dass ich das so gehörig abschließe. Und ja, es gibt jede Woche Veranstaltungen oder irgendwas. Das nächste Wochenende, die nächste Woche bin ich zufällig dran mit dem Paratalk. Und ja, und weitere Sachen findet man also auf der Link von Parapsychologie. Ja, also ich muss danke sagen nochmal, es war auch für mich persönlich ganz ein toller informative Arbeit und ich wünsche mir das wirklich, ich bin jetzt Oma und ich sehe, was rundum passiert und ich wünsche mir, dass du ganz viele Mamas erreichst. Also ja. Gut, danke. Danke genau. Ja. Gut. Ja, ich möchte mich auch noch bedanken. Hört man mich jetzt? Ah, jetzt hört man. Jetzt ja. Möchte ich mich auch noch bedanken. Es war sehr schön, die Meditation. Wir hört man jetzt, oder? Mhm. Und ich tue das wieder beobachten, schaue, was sich tut. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, hat sehr gut getan. Danke.
Dankeschön. Und gute Nacht. Danke gleichfalls. Schlafen gut und geniessen die Ruhe und die Stille nochmal. Danke vielmals. Danke. Ciao. Ciao miteinander.